Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Online. Ja, und es ist schon sehr, sehr lange her, seitdem ich von dieser FIFA-Serie das letzte Video hochgeladen habe. Das lag aber einfach daran, dass ich es zeitlich neben dem Let's Play zuletzt nicht mehr hinbekommen habe. Jetzt will ich das wieder etwas regelmäßiger einführen, weil es sich ja auch von euch gewünscht wurde. Das heißt, ich werde so versuchen, mindestens mal eine Online-Episode pro Woche rauszuhauen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Und ja, wir sind hier jetzt in Liga 4 tatsächlich und an der Form kann man vielleicht sehen, warum ich schon seit, ich glaube, 4 Monaten nicht mehr online gespielt habe, weder im Let's Play noch offscreen. Denn ja, ich habe es irgendwie verkackt, in Liga 3 aufzusteigen, hab dann irgendwie nochmal ein Spiel in Liga 4 gemacht, habe das auch verloren. Ein Sieg aus den letzten 6 Spielen, das passt eigentlich nicht zu meiner Gesamtbilanz, die man da oben sehen kann. Und dann habe ich einfach mal gedacht, ganz ehrlich, das kotzt mich an, fick dich, ich spiele jetzt nicht mehr online, aber nachdem ich von euch gefragt wurde, ob das mal wieder kommen könnte. Und weil ich einfach jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen wieder Bock drauf bekommen habe, nicht nur Karrieremodus zu spielen, sondern auch mal gegen echte Gegner zu spielen, habe ich mir gedacht, machst es einfach mal wieder. Und ja, der Start in Liga 4 war jetzt natürlich nicht so gut, aber ich hoffe, ich kann das ein bisschen wettmachen. Und heute habe ich mir eine ganz besondere Mannschaft ausgesucht. Hier haben wir sie nämlich, Paris Saint-Germain aus der Ligue 1 in Frankreich, die ja sehr gut reden von sich gemacht haben, zuletzt mit dem 2:2 zu Hause in der Champions League gegen Barcelona. Haben auch eine echt gute Mannschaft, die kann ich euch ja mal ganz kurz vorstellen. Ich denke, die Trikotwahl ist so in Ordnung. Also wir haben erstmal Sirigu mit 84, einen echt starken Torwart im Tor. Dann Jallet, der auch jetzt, Christophe Jallet, der auf französischen Nationalmannschaft spielt. Sakho lasse ich für Alex spielen, weil ich eher ein Fan von Mamadou Sakho bin. Thiago Silva ist natürlich Pflicht. Maxwell auf links, dann David Beckham, eigentlich nur wegen den Freistößen drin. Der ist wirklich ein heftig guter Freistoßschütze. Daneben Blaise Matuidi, der das umjubelte 2:2 gegen Barça in der 94. Minute geschossen hat. Auf rechts Jérémy Ménez, auf links Javier Pastore und der Sturm mit Ezequiel Lavezzi, dem Pace Beast, und Zlatan Ibrahimovic, zu dem ich aber wohl nichts mehr sagen muss. Die Werte sprechen für sich, wenn man sich das hier mal anguckt. Und ja, ich hoffe, dass wir einiges reißen können mit der Mannschaft. Wie gesagt, nur Karrieremodus gespielt, 4 Monate, glaube ich, nicht mehr online gespielt. Also, das könnte richtig, richtig übel werden. Da könnte ich mir ins eigene Bein schießen. Aber ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Und habe auch noch kein Online-Spiel mit Paris Saint-Germain tatsächlich absolviert. Denn ich will euch ja eigentlich in jeder Episode eine neue Mannschaft zeigen, eine Top-Mannschaft. In der letzten Folge war es dann der FC Liverpool. Jetzt gehen wir mal wieder von der Premier League in die Ligue 1, wo wir bis jetzt noch nie gespielt haben. Ich glaube, wir haben nur einmal mit Atletico Madrid gegen PSG gespielt. Als Gegner hatten wir da die Pariser. Aber jetzt will ich die auch mal selbst ausprobieren, weil es eigentlich eine Mannschaft ist, die ich sehr gerne mag. War auch sogar einmal schon im Parc des Princes, als sie gegen Olympique Lyon vor 5 Jahren war das, glaube ich, die Meisterschaft klar gemacht haben. Das war echt ein sehr eindrucksvolles Ergebnis, damals noch mit Ronaldinho in den Reihen von PSG. Das muss man sich mal reinziehen, wie lange das doch tatsächlich weg ist. Und kann ich jetzt hier mal bitte endlich einen Gegner finden? Bitte? Komm, hau rein. Guck mal, Jérémy Ménez sehen wir da. Der ist schon auch ganz unruhig, genauso wie ich. Ach ja, das war ja auch immer schön. Danke. So. Auf jeden Fall, was ich dazu noch sagen wollte: Ein Club, mit dem ich sympathisiere, auf jeden Fall PSG. Und Barcelona, ich bin ganz klar Barcelona, nicht Real Madrid. Das kann ich schon mal sagen. Borussia Dortmund. Das ist ja herrlich. Als Gegner hier, komm, überspringen die Scheiße doch. Borussia Dortmund, ein sehr gern gesehener Gegner. Eigentlich nicht, aber was soll's. Auf jeden Fall beim 2:2 gegen Barça. Dein Ernst? Gehst du jetzt hier einfach raus, oder was? Was geht denn mit dem Gegner? Naja gut, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Na, wir haben es Regen, super. Als Barca gegen PSG die Auslosung bekannt wurde für das Champions League Viertelfinale, habe ich mir erstmal gedacht, fuck, weil das sind eigentlich zwei Mannschaften, die ich wirklich gern habe. Und deswegen fand ich das erstmal scheiße, dass eine von denen definitiv ausscheidet. Und deswegen konnte ich mich auch ganz gut mit dem 2:1 anfreunden. Oh, Lavezzi, 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 Lavezzi! Bisschen zu früh abgeschlossen. Wie gesagt, ich muss erstmal, denke ich zumindest mal, ein bisschen wieder reinkommen. Oh, der ist ja richtig schlecht. Komm, Ibra!
Das war schon mal nix, aber das war schon mal ein guter Anfang. Oh, das ist natürlich ein schöner Pass. Der Typ trampt, aber er trampt schlecht. Und Sweaty Goals gibt es hier gegen mich sowieso nicht. Aber ich weiß schon mal, was das für einer ist von der Sorte. Deswegen kann ich das dann vielleicht auch machen. Ja, stark, Ibrahimovic. Das wollte ich machen. Genau das. So, Maxwell, zack. Einmal den Gegner aussteigen lassen. Boah, da kam der aber verdammt schnell. Thiago Silva. Alter, so gut ist Lewandowski jetzt auch nicht. Der scheint ein Fan von diesen Heberpässen zu sein. Und da kommt er noch richtig reingerutscht. Beckham, was machst du da? Becks! Darf doch nicht wahr sein. So. Und jetzt wollen wir doch mal gucken. David Beckham with a beautiful pass for Ezequiel Lavezzi. Was machst du, Junge? Hätte ich ihn heben müssen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich noch rankomme. Alter, du kannst nichts, Kollege. Ja. Das war natürlich jetzt super von Jallet. Ich dachte eigentlich, Silva würde noch rankommen und wollte ihn dann zu Jallet hochlegen. Aber das hat dann nicht so gut funktioniert. Komm, Sakho, den kriegst du. Nice. Mamadou Sakho, ein sehr solider Innenverteidiger, finde ich. In FIFA. Definitiv empfehlenswert. Ja, ist richtig. Mit Götze da irgendwie rumnerven am Strafraum, das ist richtig. So, Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic, fail. That was a pretty decent fail. So, da habe ich kurz pausiert, aber jetzt können wir ihn reinhauen mit Lavezzi oder auch nicht. Mann, das waren schon mehrere gute Chancen. Also so schlecht läuft das hier gar nicht, wie ich dachte. Komm, Pastore. Erstmal wird Ibrahimovic da weggefaustet. Was soll das? Und wir haben den Konter gegen uns. Und diese BVB-Trikots, die gehen ja mal gar nicht. So, gute Arbeit, Siriju. Oder sie, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Ist Italiener, glaube ich, ne? Beckham, was ist das für eine Ballverarbeitung? So, jetzt aber. Javier Pastore. Zlatan Ibrahimovic. David Beckham. Beckham. Boom. Oh, das gibt's doch nicht. Er hat aber auch einen guten Schuss. Also für einen 78er-Spieler ist das echt grundsolide, was Beckham da anzubieten hat. Wie gesagt, ich habe ihn eigentlich nur wegen den Freistößen im Team, weil ich wirklich finde, die sind gut und natürlich auch so ein bisschen der Backs-Appeal, nenne ich ihn jetzt mal. Komm, komm raus. Oben läuft Ibrahimovic, den sehe ich und die Flanke ist scheiße. Mein Gott, ich hätte mir die Führung schon so verdient. Ja, das ist natürlich ein saudummer Ballverlust. Ist natürlich schon mal gut, dass ich wenigstens mir noch Chancen rausspielen kann, aber shit. Dass ich sie nicht verwerte, ist ein bisschen negativ daran. So, der Typ hat aber jetzt nicht so die Mega-Skills, dass ich mich verstecken müsste vor dem. So, lieber in der Mitte bleiben. Die Flanke wird nämlich garantiert kommen. Gute Arbeit. Matuidi war es da, glaube ich, der jetzt auch wieder den Ball gewinnt und für Jeremy Menez klar macht. So, und das muss jetzt ein Tor sein. Jeremy Menez. Jeremy Menez. For God's sake, man. Ich sweate schon nicht, wie der Typ es versucht hat. Und dann haut der den Ball daneben. Er schießt ihn nicht an Pfosten oder der Torhüter hält ihn spektakulär. Er schießt ihn daneben, Leute. Ja, und Lavezzi, ein bisschen müsste man natürlich auch entgegenkommen. Wenn man eine realistische Chance auf Ballbesitz haben will. Ja, hör auf zu laggen, bitte. Danke. Oh, voll in den Fuß des Gegners. Und jetzt, naja gut, der hat nicht wirklich mega präzise Pässe drauf. Ja, Sakho körperlich robust, das ist gut. Vor allem gegen so einen wie Lewandowski, der dann doch ein bisschen pacesiger ist als so ein Mamadou Sakho. Eigentlich muss ich nur warten, bis er mir die Grätsche anbietet und dann vorbeigehen. So einer ist das, glaube ich. That was a freaking foul referee. Nein, das ist so glücklich. Na gut. Das wäre jetzt aber auch mega glücklich gewesen, wenn er da das Tor geschossen hätte. Alter. Was habe ich gesagt? Ich habe noch gepasst, Leute, aber. Oh, schön, Thiago Silva. Der wollte einfach nicht.
Dieses ständige Grätschen, das wird ihm nochmal das Genick brechen. In diesem Spiel, glaubt mir mal. So, Blaise Matuidi. Matuidi. Ibrahimovic. Was ist das denn für ein Kopfball, Alter? Boah, ich fasse es gerade nicht, was das für eine Chancenverwertung von den Stürmern ist. So, jetzt aber. Boom. Boom. Danke. Zlatan Ibrahimovic. Ibrakadabra. Das ist das 1:0. Und das ist sowas von überfällig, Alter. Muss ich mir auch nicht angucken. So heftig war es jetzt nicht. Weil ich nur wieder eine vergeigte Torchance. Aber dann bekomme ich den Ball mal zurück. Aber lucky ist das hier auf jeden Fall nicht, diese Führung. Und ich finde es ja geil, dass der Dortmunder Stadionsprecher mich hier so zelebriert. So, ich sag ja, den muss man einfach nur ins Nichts rutschen lassen. Boah, Lavezzi, warum nicht? Auch wenn das jetzt nicht so das Kopfballtier ist, aber man kann es ja mal versuchen. Und der spielt Dortmund irgendwie auch nicht richtig, wie man Dortmund spielen sollte, finde ich. Und das ist nie ein Foul bei diesem dreckigen Schiedsrichter. Ah, das war natürlich ärgerlich. Jetzt wird er trampen. Aber er kann es einfach nicht, Alter. Er kann es nicht. Boah, das ist so verdient, Alter. Wollte ein sweaty Goal machen, was ich nicht gemacht habe, wollte ich Ihnen nochmal sagen. Gucken wir uns kurz die Statistik an und wir sehen, verdienter kann eine Pauseführung fast gar nicht sein. Und habe ich eigentlich schon angesprochen, wie hässlich ich diese grauen Trikots vom BVB finde. Die habe ich sie auch noch nie in echt tragen sehen. Schön, Jallet. Schön. Ah, den musst du durchstecken auf Ibra. Dann ist er drin. Ich wollte jetzt nicht mit meinem Außenverteidiger schießen, weil ich das Gefühl habe, der... Was ist das denn, Thiago Silva? Der hat jetzt... Boah, Glück gehabt. Glück gehabt, dass es noch abseits war. Also ich wollte, wie gesagt, nicht mit meinem Außenverteidiger schießen, sondern lieber mit Ibrahimovic, denn da weiß ich wenigstens, woran ich bin, was das Schussvermögen angeht. So, den müsste man kurz spielen. Genau. Boom! Wunderschönes Tor. Ein Doppelpack von Zlatan Ibrahimovic. Sehr nice gemacht von Lavezzi. Mit dem Kopf verlängert und da ist auch die 2:0 Führung. So kann es weitergehen, liebe Freunde des gepflegten Fußballsports. Übrigens, wenn ich jetzt hier am Anfang der Episode über... Das wollte ich auch nochmal zeigen, das Tor, das war echt nice. Über das Viertelfinale von PSG nur geredet habe und nicht über... Nein, danke. Boah, Siricu, guter Mann. Und nicht, also nur über das von PSG geredet habe und nicht über das... Danke, dass du wieder vorbeirutscht. Und nicht über das von Dortmund. Dann liegt das einfach daran, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme... Oh, shit, komm! Scheiße, ey. Das Dortmund-Viertelfinalspiel noch gar nicht gelaufen ist. Also ich nehme das hier jetzt am 3.4. auf, müsste heute sein. Werde das wahrscheinlich erst deutlich später hochladen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Aber ich nehme hier schon mal ein bisschen im Voraus auf. Oh, Bags. Shit. Ah, das 2:1 wäre jetzt ungünstig, aber der spielt das einfach mit Dortmund nicht gut zu Ende. Warum bleibt Sarko da stehen? Du bist so ein Lappen, Alter. Dreimal hast du versucht zu sweaten frei vom Tor und dreimal hast du vollkommen versagt. Meine Fresse, und gegen solche muss ich hier in Liga 4 mich rumschlagen. Oh, Ibrahimovic ist durch. Er kommt nicht raus. Dann, Alter! Das darf nicht wahr sein, was ich hier für eine grauenhafte Chancenverwertung an den Tag lege. Oh, hat er noch berührt? Habe ich jetzt nicht so gesehen. Na gut. Komm, Matuidi, bring die Flanke. Lavezzi ist da. Ibrahimovic springt vorbei. Aber Jallet kommt. Nächste Flanke. Lavezzi. Bisschen mehr Druck, Kollege. Dann steht es hier 3:0. Oh, Matuidi, warum kriegst du den nicht? Ja, er wird jetzt nach unten legen. Also, ich spiele schon recht offensiv und damit entblöße ich immer wieder die Abwehr von PSG. Und Gündogan mit dem 1:2 und der kann den Ball nicht aufheben. Und das war, ja, war jetzt nicht so ein Megator, aber er war einfach schlecht verteidigt, stand recht offen hinten. Das eine Duell verliere ich mit Sarko und dann haut er den rein. Naja, never mind. Ich bin zuversichtlich, dass wir es hier... Oh, wenn der durchkommt. Der mit seinen hässlichen Grätschen immer, ey. So, zack. Zack. Eigentlich sind Flanken ein sehr gutes Mittel mit PSG. Aber... solche Flanken natürlich nicht. Mann, Mann, Mann. 10:4 Paraden. Das ist echt so lächerlich, dass es immer noch 1:2 steht. Ich hatte auch wirklich die Chancen. Aber teilweise haben meine Stürmer einfach... scheiße
reagiert auf diese Chancen und teilweise habe ich einfach nicht gut die Chancen genutzt. Nächste Flanke. Ja, Jallet, nicht nur stehen bleiben. Boah, und hinten ist schon wieder alles offen. Pastore kriegt die Grätsche nicht zu Ende gedingst, aber der spielt die Pässe immer zu weit. Auf Regen ist es eigentlich sogar noch schwerer, die Pässe weit zu spielen, weil die eher liegen bleiben, die Bälle. Aber das schafft der Typ auch noch. So, Lavezzi, der hat doch eigentlich einen guten Schuss. Ezequiel Lavezzi, voll vorbeigezogen. Alter, ich weiß auch nicht mehr, was ich hier noch machen soll. Lavezzi, 5 Schüsse, keiner davon drin. Ibrahimovic wenigstens 2 Tore, aber es hätten auch schon mindestens mal 3 sein können. Pfeift der Schiedsrichter eigentlich gar nichts? Sind Fouls ausgestellt hier oder was? Meine Fresse. Oh, wunderschön. Das ist eine geile Flanke von Menez. Und dann so ein Kopfball von Blaise Matuidi. Der wirft auch die Bälle gerade nur noch nach vorne. Guck mal, was du kannst, kann ich schon lange, Bitch. So, und jetzt muss ich ihn ausspielen. Oh, der Pass ist mal wieder nicht gut. Oben ist er, oben ist er, oben ist er. Boom! Alter, Lavezzi. Lavezzi und Pastore waren vollkommen frei und ich mach die Dinge einfach nicht rein. Komm, Ibra. Thiago Silva. Boom! Haha! Wenn's die Stürmer alle vergeigen, dann hau ich das Ding eben mit dem Innenverteidiger rein. Mensch, hatte ich ja nicht gedacht, dass ich nochmal einen Sieg hole hier. Aber das ist ganz nice. Ich werde hier gleich danach noch eine Episode aufnehmen. Also in der nächsten bin ich dann vielleicht auch ein bisschen eingeübter und da kann mal ein bisschen was Besseres rauskommen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Macht auch wieder richtig Spaß. Also ich bereue es nicht, online wieder gespielt zu haben. Aber natürlich macht es auch primär Spaß, wenn man gewinnt. Das ist so. Eigentlich würde ich noch ganz gerne ein Tor mit David Beckham. Das ist hier natürlich noch nicht gelaufen. Das war jetzt mal schön gespielt von ihm. Aber Thiago Silva, der ist natürlich, was die Zweikämpfe angeht, ein wahres Monster. Jallet ist unten durch. Also über die Seite kann man sehr, sehr nice bei dem spielen. Och, Alter, da stand, glaube ich, Menez Lavezzi Schuss im Weg. Das ist unfassbar. Oder Matuidi. Was wir uns da vorne gerade zusammenlegen. Aber wie gesagt, das mit dem Grätschen kann ich auch, was der immer macht. Unten ist Menez durch. Menez oder Lavezzi. So, der muss jetzt aber rein. Nice. 4:1. Gotta screw you, man. Ja, am Ende demontieren wir ihn dann nur noch. Es ist eine kleine Machtdemonstration hier. Na, mein Freund, gib den Ball gleich mal wieder her. Dann kann der Joni noch ein 5. hier hinten reinlegen. Zack. Einmal auf Pastore. Und ab geht der Fisch. So, Grätsch. Oder Grätsch halt nicht. Dann mache ich es eben so. Nein! Referee. Okay. War da doch recht deutlich abseits. Oh, Dankeschön. Wir danken Ihnen für Ihr kleines Geschenk und wollen es gerne verwerten. Ja, war abseits. Das war jetzt echt abseits. Aber wenn der Lupfer noch reingegangen wäre, wäre das natürlich nice gewesen. Und bei PSG gibt es sogar noch einige Alternativen. Man könnte Thiago Motta auch, kann man defensiv im Mittelfeld spielen lassen. Man kann Gamero mit ein bisschen mehr Pace noch als dritten Stürmer dazu nehmen. Oh, der Typ ist wirklich schlecht, ne? Also, da kann man ein bisschen variieren. Aber ich denke, so die Aufstellung, die ich jetzt gespielt habe, war die beste. Ich habe natürlich gesagt, ich habe noch nie mit PSG so gespielt, aber ich weiß es einfach. Ich habe mir die Mannschaft eben angeguckt und habe auch überlegt, ob ich mit Motta und Gamero spiele. Ein bisschen mehr Pace vorne drin zu haben, aber da waren mir Beckham und Pastore hätte ich dann wahrscheinlich dafür rausgehauen. Dann noch ein bisschen zu wichtig. In meiner Meinung nach ist Menez besser als Pastore. Boah, schön antizipiert. Beckham nochmal nach vorne, das Ding, oder auch nicht. Jetzt nochmal, komm. Oh, wunderschön von Ibrahimovic auf Javier Pastore. Das habe ich nicht geahnt, dass er so schnell den Torhüter rausholt. Egal. Ein souveränes 4:1 durch zweimal Ibrahimovic, einmal Silva und einmal Lavezzi. Und Weinfeller mit einer 9,3 und 14 Paradenspieler des Tages, obwohl er 4 reingelassen hat. Das sagt viel über das Spiel aus und ich würde mal sagen, verdient da kein Sieg gar nicht sein. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, ein bisschen Online-Action zu sehen. Wie gesagt, ich werde versuchen, sobald wie möglich dann die nächste Episode rauszuhauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja,
Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch öfter sehen wollt oder ob ihr das Let's Play lieber habt. Ich finde, beides ist ganz nice, aber jetzt bin ich auch wieder online ein bisschen auf den Geschmack gekommen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder am Start, wenn wir dann mit einer anderen Mannschaft uns die Online-Gegner vornehmen und denen ordentlich den Hintern versohlen sollen, wollen natürlich. Also haut rein, wunderschönen Tag noch und ciao.